Karl Scherzer redet kein Blech, er bringt es zum Klingen. Seit 1992 tut er das ganz offiziell meisterhaft. Und seit 2006 gibt es eine Blechbläserwerkstatt im westmittelfränkischen Alten Dettelsau. Blechbläserwerkstatt heißt es eigentlich deswegen, weil wir Blechblasinstrumente reparieren und herstellen. Blechblasinstrumente geht eigentlich von der Trompete bis zur Tuba, von kleinen bis großen Instrumenten. Alle anderen Sachen, Klarinetten, Querflöte, Saxophon, sind ja alles Holzblasinstrumente. Verkaufen wir zwar, reparieren wir auch, aber es ist nicht unser Hauptgeschäft. Hier in der Werkstatt baut er Trompeten, Flügelhörner und Posaunen. Er verkauft neue und gebrauchte Blechblasinstrumente und eben alles, was als Zubehör für Spielerinnen und Spieler nützlich ist. Er repariert alles, von der A-Trompete bis zum Saxophon. Und er bildet aus, im Moment Tabea, Auszubildende als Metallblasinstrumentenmacherin im ersten Lehrjahr. Tabea kommt hier aus der Gegend. Aber Karl Scherzers Ruf als Lehrmeister reicht weit über Mittelfranken, Bayern, Deutschland und Europa hinaus. Schon zum zweiten Mal hat Dixon Hermers 6400 Kilometer Luftlinie hinter sich gebracht, um nach Altendettelsau zu kommen. Dixon ist ein Kollege von Karl Scherzer. Er hat eine Werkstatt für Blechblasinstrumente in Hai, einem kleinen Ort in Tansania, zwischen Arusha und dem Kilimandscharo. Dixon will hier lernen, wie man Saxophone repariert. So there are many people from yes. all over Tanzania coming to your workshop? Yes, oh, almost. Many people from army, police, and someone, and some churches. Seine Werkstatt, die er alleine betreibt, ist die einzige Blechbläserwerkstatt im weiten Umkreis. Dixon repariert nicht nur Blechblasinstrumente, er spielt sie auch. I'm playing trumpet, trombone, baraton and organ tone. Okay. Organ. And now I'm learning how to play an instrument, a saxophone. Der Dixon Hermers ist seit war vor 6 Jahren schon mal hier, war ein Vierteljahr bei uns in der Werkstatt und hat Praktikum über Reparatursachen gemacht. Er ist zu uns gekommen, eigentlich durch den Herrn Krietsch aus Nürnberg, der über die Mission viele Jahre oder öfter in Tansania, Neuguinea, unterschiedlichen Ländern war und dort im Posaunenchor Arbeit und Reparaturen gemacht hat. Der hat den Dixon empfohlen und hierher gebracht und jetzt ist er eben das zweite Mal hier. Doch nicht nur Dixon nimmt etwas mit nach Übersee, auch Karl Scherzer lernt von seinem tansanischen Kollegen. Mit Sicherheit, weil es ist ja so, dass jetzt viele Sachen, was wir jetzt einfach aus der Schublade nehmen, einfach irgendwelche Ersatzteile, Schrauben oder irgendwelche Kleinteile, die man zu Instrumente braucht, müssen die ja alles improvisieren. Irgendwie dann aus irgendwelche Altteile herstellen und solche Geschichten. Also da habe ich schon einiges gesehen, ja. Das heißt, es hat Sie auch weitergebracht. Sie haben neue Ideen bekommen. Ja, ja, das ist, es ist einfach interessant und man hat einfach dann auch Respekt und das, wie das dann auch funktioniert. Der Austausch zwischen den beiden Männern geht weit über ihr Handwerk hinaus. Seit seinem ersten Besuch vor 6 Jahren ist Dixon Mitglied der Blaskapelle der Freiwilligen Feuerwehr Neuendettelsau. Thank you.
Posaune. Und wir haben ihn vor 6 Jahren eigentlich schon, wo er da war, schon in dem Posaunenchor, Posaunenchorprobe mitgenommen, Blaskapelle in der Probe, das gefällt ihm unheimlich. Hat sogar extra Uniformjacke gekriegt von uns und so, die hat er auch mit nach Hause genommen dann. Das war, ja, hat unheimlich Spaß gemacht. Miteinander arbeiten ist mehr als der Austausch von Wissen. Es bietet die Möglichkeit, dass Menschen sich verstehen und schätzen lernen, über alle geografischen und kulturellen Grenzen hinweg. Ja, the Feuerwehr. Oh, very well. Good choir. Perfect. I like it and I learn more from this choir. Thank you.